Schmutz, Show, schreckliche Bilder. Und wo sind die Inhalte? Was läuft eigentlich schief in diesem Wahlkampf, der mit drei KandidatInnen doch viel spannender sein sollte als jeder andere zuvor? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, stell dir mal vor, du wärst Kanzlerkandidat. Ja. Sehr realistisch. Ja, auf jeden Fall. Also die Forstpartei wäre super. Und ja, wie sähe dein Wahlkampf aus? Was wäre dir so am allerwichtigsten? Am wichtigsten wäre mir natürlich, nah bei den Leuten zu sein. Ja, nicht die Bilder auf dem Plakat? Nein, okay. Immer ein offenes Ohr. Doch, also auf den Bildern will ich natürlich auch gut aussehen, aber sehr nahbar wirken. Okay. Einer von nebenan. Oh. So wie ich halt bin. Immer für die Leute da sein. Das wäre mir wichtig. Und gut aussehen. Okay. Sehr schön. Bei dir? Okay, also ein Bilderwahlkampf. Also ja, also ich würde natürlich auch für meine Themen streiten wollen. Oh, also, Themen. Ja, stimmt. Ja, da war was, ne? Ja. Genau, also ich würde natürlich flammende Reden halten. Mhm. Ja, das wäre mir schon wichtig. Für was? Für ist Klimaschutz. Egal. Ach so. Egal eigentlich. Hauptsache für was? Ja, Katzen retten ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache flammende Reden. Katzen ins Kanzleramt. Ja, genau, vielleicht wäre es einfach die Katzenpartei. Nee, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich noch Kanzlerkandidatin wäre. Und wenn ich mir das so ansehe, ja, gerade ja den mehr. Wahlkampf, ja. Nee, eh nicht. Ich glaube, dann will ich es auch gar nicht. Also, boah. Nee, dieses Jahr nicht? Nee. Nicht so die vierte im Bunde sein zwischen... Oh, nee, bitte nicht. Scholz, Baerbock, Laschet. Also wirklich, was man da auch alles aushalten muss. Sowohl an Vorwürfen von den anderen Parteien als auch die Häme im Netz. Also das würde ich, glaube ich, nicht wollen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein spannenderer Wahlkampf diesmal mit drei Kandidaten. In drei Wochen ist schließlich schon Bundeswahl, Tagswahl, am 26.09. Und diesmal stehen eben, wie gesagt, mal drei Kandidaten zur Auswahl. Armin Laschet von der Union, Olaf Scholz von der SPD und erstmalig für die Grünen Annalena Baerbock. Ja, und da stecken wir schon mittendrin im Wahlkampf. Über den wir heute reden müssen. Ganz genau. Wir haben natürlich eine Meinung dazu. Du sowieso immer. Ja, klar. Ja, so programmatisch. Ich probiere mich da auch reinzuwursteln. Aber ich finde, wir brauchen in dieser Bubblebox einen Experten, weil es ist ein besonderer Wahlkampf. Und da muss uns jemand einfach mal erklären, wie funktioniert denn dieser Wahlkampf eigentlich mit diesen drei Personen? Ist dieser Wahlkampf eigentlich besonders langweilig, besonders schmutzig? Ist er besonders gesten- und ereignisreich? Das wollen wir heute besprechen mit Johannes Hilje. Der ist 35 Jahre alt, Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel. Stichwort Brüssel, da hat er 2014 die Wahlkampfkampagne der Grünen gemanagt im Europawahlkampf. Und er ist auch Autor, hat sich unter anderem mit rechter Propaganda im Netz beschäftigt und mit der Frage, wie digitale Netzwerke das schlechte Image der EU ein bisschen verbessern können. Und ganz wichtig, Johannes hat nicht nur in London studiert, sondern auch hier in Mainz Publizistik und Politikwissenschaft. Und damit willkommen im Club und willkommen in der Bubblebox. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dabei zu sein. Guten Tag. Schön, dass du da bist, Johannes. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen besprochen, wir wollen uns heute mit Personen im Wahlkampf beschäftigen, mit Schmutz, mit Show und mit Bildern des Wahlkampfes. Und da mussten wir sehen, vor ein paar Stunden, Johannes, hast du ein Bild gepostet mit Lutz van der Horst und Fabian Köster aus der Heute-Show. Das heißt, es vereint alles, ja, was wir hier heute besprechen wollen, in einem Bild. Bist du dir der Strahlkraft dieses Bildes bewusst? Absolut. Ich habe das ja mit dem Kommentar getwittert, endlich mehr Sachlichkeit im Wahlkampf. Die beiden von der Heute-Show haben mich im Büro besucht und haben mit mir über den Wahlkampf gesprochen und haben, das kann ich glaube ich schon verraten, obwohl die Heute-Show noch ausgestrahlt wird, mir ihre eigenen Wahlplakate vorgelegt, weil sie nicht so ganz überzeugt sind von dem, was die Partei selber produziert haben. Und ich habe dann versucht, mit maximaler Ernsthaftigkeit diese Plakate zu bewerten. War ein großer Spaß. Sollte man sich angucken. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Oh ja, gerne. Dann werden wir wissen, wie die den Wahlkampf bewerten. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie mit dem Wahlplakat nicht so ganz zufrieden sind, dann geht das so ein bisschen in die Richtung, über die wir heute auch reden könnten, dass das irgendwie ein zuweilen recht lahmer Wahlkampf, aber auch ein besonderer Wahlkampf ist. Wie würdest du denn diesen Wahlkampf in wenigen Worten beschreiben? Es ist ein unglaublich spannender Wahlkampf, würde ich erstmal festhalten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, beziehungsweise etwas gegen das, was ihr alles gerade schon so als Stichwort in den Raum geworfen habt. Aber erstmal, wenn man auf die Umfragen schaut, das
auf und ab. Wir erleben ja jetzt so etwas wie einen wirklichen Dreikampf an der Spitze. Die SPD hat enorm aufgeholt, und aber allein diese Volatilität in den Umfragen, also dieses ständige Auf und Ab, ich glaube, die Grünen haben in diesem Wahlkampf schon 10 Prozentpunkte an Differenz zwischen unterschiedlichen Umfragen gehabt. Also das hatten wir meines Erachtens in dieser Dimension noch nicht. Das heißt, es ist wirklich alles offen bis zum Wahltag. Die Wähler sind sehr viel wechselfreudiger, als das noch damals vor einigen Jahren der Fall war. Und das bedeutet natürlich auch, dass Wahlkämpfe wichtiger geworden sind. Weil früher war es im Grunde so, dass viele Menschen, bevor die Wahlkampagnen überhaupt angefangen haben, schon wussten, wen sie wählen, weil sie eigentlich immer die gleiche Partei gewählt haben. Das wurde auch so ein bisschen in der Sozialisierung mitgegeben. Parteien sind ja auch so aus sozialen Milieus entstanden, die SPD aus dem Arbeitermilieu, die CDU aus dem katholischen Milieu. Und es war eigentlich gar nicht mehr so viel zu holen in Wahlkämpfen für die Parteien. Und das ist heute ganz anders. Und das ist ja das Schöne, dass der Wahlkampf wirklich einen Unterschied machen kann. Er ist sicher noch sozusagen, was die Inhalte und thematische Auseinandersetzung angeht, ausbaufähig, aber erstmal können wir festhalten, dieser Wahlkampf wird einen Unterschied machen, und das kann uns erstmal grundsätzlich, finde ich, positiv stimmen. Ja, also da gehe ich mit, muss ich sagen. Also spannend finde ich es auch. Ja. Ich weiß wirklich nicht, wen ich wählen soll. Das stimmt, aber gerade wenn ich dir zuhöre bei der Beschreibung, denke ich mir so, ja, okay, also die Spannung in den Wahlkämpfen, im Wahlkampf jetzt kommt gar nicht durch die Personen, oder? Also, sondern einfach durch wie er eben aufgebaut ist, dass es eben drei Parteien sind. Aber ich glaube, die drei KandidatInnen machen es jetzt nicht unbedingt spannender, oder? Also ich glaube, die haben halt alle das große Problem, dass du eigentlich keinen Dreikampf in diesem Wahlkampf hast, sondern eigentlich du so eine Schattenperson die ganze Zeit noch dabei hast, die halt nicht mehr zur Wahl steht. Und das ist unsere Bundeskanzlerin, die das Feld jetzt räumt. Und dadurch hast du so eine besondere Situation. Und alle drei probieren irgendwie auf ihre mehr oder weniger glückliche Art und Weise diese Lücke zu schließen, aber keiner schafft das auch nur ansatzweise, eine so prägende Figur, die über 16 Jahre Kanzlerin war, einzuholen. Und dadurch wird es an manchen Stellen echt komisch. Total. Also ich meine, Olaf Scholz, also ich glaube, komm, also der profitiert doch hauptsächlich davon, dass die anderen beiden so versagen, oder? Also das ist doch nicht, weil jetzt alle auf einmal Olaf Scholz so toll finden, steigt die SPD in den Umfragewerten. Ich glaube, das ist einfach nur so, ja, fast schon Verzweiflung. Oh Gott, was machen die anderen beiden? Also es ist Verzweiflung, aber vielleicht auch irgendwann die Erkenntnis, dass du da am ehesten so dieses Solide der ehemaligen Kanzlerin wiederfindest. Ja, solide, ja, sprich. Also, sag ruhig. Ihr habt recht. Also die Kandidaten sind jetzt nicht übermäßig beliebt. Das gilt vor allem aber für Armin Laschet und Annalena Baerbock. Olaf Scholz hat schon immerhin Werte, die über den Beliebtheitswerten zum Beispiel der letzten SPD-Kanzlerkandidaten liegen, also Martin Schulz und Herr Steinrück. Das heißt, er ist schon ein bisschen beliebter als andere. Er ist nicht so unbeliebt wie seine Konkurrenten. Aber ich glaube, dass was Frederik eben gesagt hat, es ist natürlich auch ein unglaubliches Erbe, was hier verhandelt wird und was angetreten werden muss in diesem Wahlkampf. Angela Merkel ist eine Kanzlerin, die auch in letzter Zeit wieder sich einer hohen Beliebtheit erfreuen kann durch die Öffentlichkeit. Und weil sie jetzt nach so langer Zeit abtritt und so eine prägende Person auch war, sie war nicht kurz Kanzlerin, sondern sehr lange Kanzlerin, steht eben diese Nachfolge und diese Personenfrage so dermaßen im Zentrum, dass wir einen unglaublichen Fokus auf die Person haben und weniger auf die Parteien, weniger auf ihre Themen und auch weniger auf ihre Teams. Und das ist eigentlich das, was ich etwas vermisse bei dieser Überpersonalisierung, diesem Überfokus auf die Frontfrauen und Frontmänner, dass wir in vorherigen Wahlkämpfen auch immer so etwas wie Schattenkabinette hatten und die Kandidaten, die Spitzenkandidaten dann ihr Team auch vorgestellt haben. Und jetzt betont zwar beispielsweise eine Annalena Baerbock auch ständig, dass für sie Führung bedeutet Führung im Team. Das hat sie öfter gesagt, diesen Satz, auch bevor die Kritik an ihrer Person so stark zugenommen hat. Aber auch bei ihr erlebe ich dann also maximal dieses Duo mit Robert Habeck und kein wirkliches Kompetenzteam. Armin Laschet hat irgendwie Friedrich Merz nominiert als einziges Mitglied eines, weiß ich nicht, für ein Team. Das ist ja auch nur ein Duo und kein wirkliches Team. Und Olaf Scholz
redet überhaupt über niemanden, der ihn die Regierung stellen könnte, wobei ja auch da in der SPD das Personal dann ziemlich dünn ist. Ja, ich wollte doch gerade sagen, ne? Ist, glaube ich, auch besser so. Ja. Genau. Also das ist, es gibt einen unglaublichen Fokus auf diese Spitzenkandidierenden und der ist schon sehr bemerkenswert, finde ich. Und der ist aber nicht unbedingt nur zum Vorteil der Personen, die da ganz vorne stehen. Ja, ist ja auch irgendwie komisch, weil eigentlich wählen wir ja gar nicht den Kanzler. Also wir haben ja hier keine Präsidentenwahl, sondern wir wählen ja eigentlich eine Partei. Und die Partei an sich, aber ich glaube vielleicht gerade dadurch, Merkel wurde vielleicht auch gewählt, weil sie Merkel ist und nicht, weil sie für die CDU antritt. Ich glaube, irgendwann wurde sie gewählt, weil sie Merkel ist und sie kennen mich. Mhm, und das hat ja irgendwann auch funktioniert. Ja. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn du so ein Erbe antrittst und eigentlich nur verlieren kannst, warum legst du denn dann nicht einfach aus Prinzip schon mehr deinen Fokus auf das Programm oder versuchst es zumindest? Also vielleicht springen wir als Medien auch nicht genug darauf an, wenn man dann probiert, sachlich in den Wahlkampf zu gehen, anstatt dessen werden halt alle irgendwie doch inszeniert und stellen ihre Gesichter nach vorne. Und Christian Lindner, um den auch mal zu erwähnen, hockt da auf den Wahlkampfplakaten an seinem Schreibtisch und hat irgendwie viel Arbeit zu erledigen. Jo, damit inszeniert er sich ja auch nur selbst, anstatt zu sagen, wofür stehe ich denn als Person jetzt auch tatsächlich ein? Könnte man sich damit nicht irgendwie abgrenzen, Johannes, wenn man mal probiert, bewusst andere Wege zu gehen, oder wird man damit einfach nur unterm Radar schwimmen? Ja, also du sprichst ja hier die Entsachlichung des Wahlkampfes eigentlich an. Und ich finde, ich teile erstmal diese Kritik, aber ich finde, weil ja alle an der öffentlichen Debatte mitwirken. Also so in der Kommunikationswissenschaft, habe ich damals noch in Mainz gelernt am Institut für Publizistik, ist ja so, der öffentliche Diskurs ist ein Beziehungsdreieck aus Politik, Medien und den Bürgerinnen und Bürgern. Und deswegen glaube ich, haben wir auch alle einen Anteil daran, dass der Wahlkampf ein bisschen inhaltsleer ist momentan. Mhm. Es sind die Parteien, das hast du eben angesprochen. Ich glaube, die trauen sich den Wählerinnen und Wählern an vielen Stellen die Wahrheit auch nicht wirklich zuzumuten. Die Grünen haben das ja anfangs gemacht, haben dann über den Benzinpreis geredet und dann haben sie sofort einen drüber gekriegt von den anderen Parteien, die dann sehr scheinheilig behauptet haben, mit ihnen würde der Benzinpreis jetzt nicht viel teurer werden und der Mallorca-Flug würde auch noch so billig werden oder billig bleiben, das hat Armin Laschet dann gesagt. Und das ist natürlich vollkommen unrealistisch, wenn gleichzeitig alle Parteien einen grundsätzlich höheren CO2-Preis fordern als Klimaschutzmaßnahme. Mhm. Also es gibt da so eine Weigerung, den Wählerinnen und Wählern die Wahrheit zuzumuten. Gleichzeitig, das hat diese Woche erst das Rheingold-Institut gezeigt, die machen immer so eine tiefenpsychologische Wähler- und Wählerinnenstudie vor der Bundestagswahl, sehr interessant. Sie haben gesagt, es ist zwar so, dass die Wählerinnen und Wähler die Dramatik und die Dimensionalität der Herausforderung, die uns bevorstehen, anerkennen und verstanden haben, aber sie reagieren damit eigentlich, oder sie reagieren darauf eigentlich mit einem Rückzug ins Private, weil sie selber eigentlich ratlos sind, wie man diesen riesigen Herausforderungen begegnen sollte und was eigentlich zu tun wäre und im Grunde auch natürlich aus einer Bequemlichkeit heraus gar nicht unbedingt so viel Veränderung wollen, die nötig wäre. Und das heißt, auch bei den Wählerinnen und Wählern gibt es im Grunde kein, ich sag mal, gesteigertes Interesse daran, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Und die Medien noch als letzten Aspekt, wenn ich das erwähnen darf. Ich habe bei den Medien tatsächlich das Gefühl, da gibt es ja hin und wieder mal schon sehr gute inhaltliche Beiträge, auch wo dann die Wahlprogramme gut durchrecherchiert wurden und gut aufbereitet wurden zu bestimmten Themen. Aber es gibt auch, und ihr seid ja beide Journalisten oder Journalistin, das würde mich mal interessieren, ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird in diesem Wahlkampf auch sehr oft Twitter-Relevanz mit gesellschaftlicher Relevanz verbunden. Also dann ist wieder irgendeine Erregungsspirale losgelaufen in den sozialen Netzwerken und wir wissen ja, dass Journalistinnen und Journalisten sich sehr stark auch bei Twitter aufhalten und sich dort informieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, so manche Debatte könnte man auch einfach dort lassen, anstatt sie dann in die eigenen Blätter und Sendungen reinzuziehen. Und da frage ich mich manchmal, hat sozusagen, das als letzter Gedanke, haben die Relevanzkriterien der sozialen Medienplattformen, die ja so sozusagen Emotionalisierung und Polarisierung sind, haben die mittlerweile so ein bisschen die alten klassischen journalistischen Relevanzkriterien ersetzt?
Und orientiert man sich im Journalismus auch viel zu stark mittlerweile daran, was eben so auf den Netzwerken trendet. Voll, gehe ich voll mit. Nachrichtenfaktor Twitter. Ich kann es wirklich nicht mehr lesen. Ich habe meinen Twitter-Konsum auch radikal zurückgefahren, weil Twitter auch eine Teilschuld daran, seit sie halt nicht mehr chronologisch Tweets ausspielen, sondern auch algorithmisiert. Man könnte es natürlich umstellen, aber ist man ja irgendwie auch zu bequem zu, weil dieser Algorithmus einen ja dann doch ziemlich gut kennt und ich kann es nicht mehr lesen. Also mich nervt diese Blase so sehr. Und du hast vollkommen recht, Johannes, wir haben da einen großen Anteil daran, dass wir uns zu sehr, glaube ich, auf diese Innensicht fokussieren und uns dann vielleicht gebauchpinselt fühlen, wenn der Minister selbst mal auf einen Tweet reagiert und dann geht es halt immer hin und her. Es bleibt aber so in dieser Blase, geht aber nicht raus, und das, was ich am Anfang gesagt habe, dieses nah bei den Leuten sein, geht dann völlig verloren, weil du gar nicht mitkriegst, was der Großteil, der überwiegende Teil der Bevölkerung, der halt nicht auf Twitter ist, was für den eigentlich wichtig ist. Ja, genau, du bist nah bei den Twitter-Kommentatoren, und mir ist es jetzt auch gerade bei Armin Laschet und der Flut aufgefallen. Eigentlich ist ja da hauptsächlich hängen geblieben, Laschet lacht und Laschet steht vor dem Müllhaufen. Mhm. Also, und da finde ich, hat Twitter schon eine Schuld dran, weil eigentlich, habe ich mir mal angeguckt, so verkehrt hat Armin Laschet eigentlich gar nicht reagiert. Also die Hilfe, die er hat zukommen lassen, also rein praktisch, was passiert ist, war eigentlich vollkommen in Ordnung. Aber davon ist nichts hängen geblieben, und darüber wurde auch irgendwann mal gar nicht geschrieben, wie viel Hilfe ist denn jetzt wirklich angekommen, sondern es sind wirklich hängen geblieben, sind diese Bilder. Und da würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Effekt der Twitter-Blase. Ja, da sind wir bei den Bildern und vielleicht auch dem Effekt der Bilder, der sich verändert hat. Weil wenn wir jetzt zig Jahre zurückschauen, dann hat ein gewisser Gerhard Schröder im Hochwasser ja angeblich seine Wahl damals gewonnen. Da gab es Twitter aber auch noch nicht. Und jetzt schafft es Armin Laschet vielleicht, die Wahl nicht zu gewinnen, obwohl er eigentlich auch ganz patent da gehandelt hat. Aber leider ist aufgefallen, dass er mal im Hintergrund gelächelt hat, gekichert hat, wofür er sich natürlich entschuldigt hat, was sich natürlich auch nicht gehört, wo er vor diesem Müllhaufen gestanden hat. Das sind aber alles so Sachen, die jetzt durch diese Netzfilterblasen einfach super nach oben katapultiert werden. Genau, und es gibt ja auch viel, viel mehr Bilder. Also es ist ja nicht mehr nur so, dass da ein, keine Ahnung, DPA-Fotograf steht und ein Bild macht. Nein, es zücken ja auch noch Leute ihr Handy. Also es gibt viel, viel mehr Bilder überhaupt, die auch gar nicht mehr kontrolliert werden können. Mhm. Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also da kann ich auch so ein bisschen aus Beraterperspektive sprechen. Man versucht eigentlich immer so etwas wie Image Control zu erreichen in einem Wahlkampf, gerade in einem Wahlkampf, aber auch wenn man dann als Politiker ein höheres Amt bekleidet. Also man will das Bild, was über und die Bildsprache, die über einen selber in der Öffentlichkeit herrscht, so gut wie möglich kontrollieren. Und das ist heute sehr, sehr schwierig geworden, weil, wie du es gerade gesagt hast, Maike, überall lauern die Smartphone-Besitzer, die ihr Handy rauszücken und irgendeine etwas missglückte Mimik oder Aussage, wie auch immer, sofort in die große Öffentlichkeit reinschießen können. Also jeder noch so lokale Auftritt ist ja an die große Öffentlichkeit angekoppelt über die Smartphones. Mhm. Und da ist so etwas wie Image Control wirklich schwierig. Und jetzt mache ich nochmal einen Bogen weiter. Bilder bilden ja nicht einfach nur ein Politiker oder eine Politikerin ab, sondern sie formen tatsächlich das Image eines Politikers. Und ein Image hat, das wissen wir auch sehr gut aus der Wahlforschung, wirklich auch mittlerweile einen großen Anteil am Wahlverhalten der Menschen. Also sie entscheiden sich nach Parteien, auch nach Themen, die ihnen wichtig sind, aber auch nach dem Image einer Person. Und dieses Image formt sich im Grunde vor allem durch vier Kategorien. Das ist einmal die Kompetenz, die dem Politiker zugeschrieben wird, die Integrität, die der Politikerin zugeschrieben wird, die Leadership-Fähigkeit und auch so etwas wie unpolitische Merkmale. Also, und da sind wir jetzt auch bei einigen Tweet-Bildern, was für Klamotten trägt jemand, was für ein Habitus legt er an den Tag, was hat er für einen Familienstand, was hat er für Freizeitinteressen. Das ist diese unpolitische Dimension. Und aus diesen insgesamt vier Kategorien formt sich dann so das Image eines Politikers. Und du hast es vorhin angesprochen, Maike. Merkel hat im Grunde ja mal einen reinen Image-Wahlkampf geführt, in dem sie gesagt hat, sie kennen mich. Mhm. Sie hatte ein positives Image. Und dann war dieser Satz im Grunde ihr zentraler Wahlkampfslogan. Sie hat alleine, hauptsächlich Kraft ihres Images, versucht, den Wahlkampf zu gewinnen, ist am Ende gelungen. Und da zeigt sich so ein bisschen, welche Bedeutung dieses Image hat. Und für die Herausbildung spielen eben solche Bilder eine ganz große Rolle. Ja, da denke ich auch gerade, das hatte Merkel auch irgendwie im Griff, oder? Also ich kann mich wirklich an kaum
ein Bild oder irgendwas von Merkel erinnern, was irgendwie verrutscht gewesen wäre, oder? Also die war da irgendwie agiert. Interessanterweise hat sich Merkel dahin entwickelt. Also es ist ja so, dass bevor sie Kanzlerin war, ganz viele schreckliche Bilder von ihr rumlaufen. Oder ich sag mal ungünstige Bilder, wo sie heruntergezogene Mundwinkel hatte, wo die Frisur irgendwie ein bisschen zerzaust war. Und sie hat dann, das weiß man ja auch, sich Beratung geholt, aber erst als sie Kanzlerin wurde. Udo Walz, Friseur, ehemaliger, mittlerweile verstorben, aus Berlin wurde ihr Friseur. Und sie hat ja auch kleidungsmäßig mit den Hosenanzügen in verschiedenen Farbvarianten sich einen Stil zugelegt, hat diese Raute irgendwann erfunden, weil man weiß auch immer nicht so genau, wo man hin soll mit den Händen. Das ist so ein typisches Problem für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und da hat man einfach gemerkt, sie hat jetzt eine Imageberatung gemacht. Und dann sind auf einmal auch diese Bilder, diese nachteiligen Bilder von ihr verschwunden in der Öffentlichkeit. Und sie hat, würde ich sagen, schon so etwas wie Image Control im Laufe ihrer Kanzlerschaft erreicht. Das ist ja was, was du im Wahlkampf, zumindest heutzutage, gar nicht so steuern kannst, oder? Gerade in diesen Zeiten, oder finde ich in den letzten Wochen, du hast ja gar keine Chance, dein Image zu planen. Da kommt ein Hochwasser, da musst du halt die Regenjacke und die Gummistiefel anziehen und irgendwie in die Eifel fahren. Und dann ist auf einmal in Afghanistan, brennt die Hütte und dann musst du darauf reagieren. Also es ist alles wirklich so viel schnelllebiger geworden. Das ist super schwierig. Ja. Also du kannst irgendwie eine Idee haben, dass du dich als Annalena Baerbock, als visionäre Klimaaktivistin einsetzt und immer schräg links nach oben aus dem Bild guckst, weil da die Sonne scheint und das irgendwie die Zukunft symbolisiert. Aber am Ende kommt es eh anders. Ja, aber naja, eigentlich... Also ich glaub, ja, red ruhig. Kurz einhalten darf. Alle wissen ja irgendwie um die Macht der Bilder. Und ich glaube, wenn man das erstmal akzeptiert und versteht, dass Bilder einfach grundsätzlich für die Meinungsbildung der Menschen eine sehr hohe Bedeutung haben und dass wir eine sehr stark visualisierte politische Kommunikation mittlerweile haben. Das kam ja als erstes durch das Fernsehen, dass die politische Kommunikation und Politik insgesamt viel visueller wurde. Jetzt durch die sozialen Medien, die sind ja auch vor allem visuelle Medien, Instagram reines Bildmedium, auf Twitter laufen Beiträge viel, viel besser, bekommen mehr Reichweite, wenn sie ein Bild haben, als wenn sie keins haben. Also wir haben auch durch die Digitalisierung noch mal eine stärkere Visualisierung. Und das, wenn man erstmal einfach akzeptiert, dass Bilder eine Rolle spielen, dann muss ich eigentlich auch als jemand, der so ein hohes Amt anstrebt, jemanden dabei haben, der über die Bildsprache nachdenkt und über die Bilder, die produziert werden kann. Und da bin ich wirklich, ich muss sagen, entsetzt in diesem Wahlkampf, wie unprofessionell das gehandelt wird, gerade von Armin Laschet. Dann, da wird ja offenbar sogar nachgedacht, wo stellen wir das Rednerpult hin, aber dann wird vor einen riesigen Müllhaufen gestellt. Und dann fragt man sich doch, was ist hier die Bildbotschaft? Ist das jetzt die Bilanz seiner Politik, was da hinter ihm zu sehen ist? Also was ist hier... Das ist die bildliche Botschaft. Und da bin ich wirklich entsetzt, wenn man doch weiß mittlerweile, wie wichtig eben und wie groß die Wirkung der Bilder ist, wie wenig dann doch strategisch darüber nachgedacht wird. Und es sind ja zum Teil auch nur Feinheiten. Natürlich kann man dann nicht immer noch jede Fotoperspektive kontrollieren, weil dann die Fotografen aus allen möglichen Winkeln Bilder schießen. Und da ist ja auch Armin Laschet schon ein bisschen übel mitgespielt worden mit diesem Bürger, der angeblich von ihm im Regen stehen gelassen wurde, während er einen Regenschirm hatte, was ja dann nur eine Frage des Bildausschnitts war. So die Frage eben, wo stelle ich das Rednerpult, denn welche Schuhe habe ich an? Und natürlich das Lachen, das hatte er selbst unter Kontrolle in einem Moment, wo er weiß, dass die Kameras alle da sind. Das sind so Sachen, da fasse ich mir wirklich an den Kopf, muss ich sagen. Finde ich auch auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr interessant. Worüber ich mir noch Gedanken gemacht habe, mir fehlen so die großen geplanten Inszenierungen. Also ich habe nochmal über die USA nachgedacht. Ich meine, klar, wir sind im Moment in der Pandemie, wir können keine Festhalle in Frankfurt voll machen und da Armin Laschet vor 16.000 Menschen auf die Bühne stellen. Das funktioniert halt gerade nicht. Aber gerade wenn wir über die Kombination aus Personen und Bildern sprechen, dann finde ich es schon immer sehr faszinierend und beeindruckend, wenn da Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist und die beiden Kandidaten in diesen riesigen Arenen im Staples Center oder wo auch immer auf der Bühne stehen und da Tausende, Zehntausende Menschen ihnen zurufen. Ja, aber ich glaube, das haben wir hier sowieso noch nie so gehabt, oder? Also ich war vor ein paar Jahren mal hier bei Martin Schulz unten in der Stadt, da ging so in die Richtung. Also es war halt okay. Martin Schulz ja, und gut, nicht Barack aber das Obama. War ja, genau, also... Gut, und der hat es ja tatsächlich auch
ganz am Anfang irgendwie geschafft, so eine Begeisterung zu wecken. Ne? Aber ansonsten irgendwie eher wenig. Und ich glaube, die Kandidatinnen tingeln ja auch oft so durch die Gemeindehäuser irgendwo auf dem Land. Also ich meine, das produziert dann halt auch einfach nicht so coole Bilder, sage ich mal, wie jetzt, weiß ich nicht, halt ein gefüllter Mainzer oder Frankfurter Marktplatz oder sowas. Wird auch wenig gemacht. Also es wird aber versucht, das will ich hier kurz einwerfen. Mhm. Also wenn wir uns gerade die Wahlkampftour der grünen Spitzenkandidaten angucken, die reisen immer mit so einer, also Annalena Baerbock reist mit so einer runden Bühne und einem Tourbus ja durchs Land und die bauen dann diese runde Bühne eben immer auf irgendwelchen Marktplätzen auf und dann steht sie da so ein bisschen in diesem, man nennt das ja Town Hall Meeting Spiel, das ist jetzt nicht im Town Hall drin, sondern draußen auf dem Marktplatz, aber sie ist im Grunde, so ist die Idee, umgeben von Leuten, läuft dann immer in so einem Kreis, kann von allen Leuten oder von allen Seiten ist das Publikum da und das soll im Grunde ja so, ich bin unter den Leuten mittendrin. Ja. Mittendrin, genau. Die Pandemie, das habt ihr gerade schon angesprochen, erfordert da ein bisschen mehr Abstand, deswegen sind die Bilder jetzt leider nicht so, wie sie sein könnten, dass da wirklich Leute sehr eng und sehr nah an der Kandidatin drin sind. Und natürlich, das habt ihr völlig recht, es sind deutlich weniger Menschenmassen. Aber ich fand interessant, wie wir hier vor ein paar Wochen so ein kleines Battle auch hatten. Ich habe das zumindest so wahrgenommen, was die Bildproduktion anging von diesen Events. Da gab es zum Beispiel Robert Habeck, der seine Küstentour gemacht hat. Der stand dann da zum Teil irgendwie kurz hinterm Deich in Ostfriesland oder Nordfriesland im Regen und in seinem Hemd immer noch und hat dann da im Regen immer noch weiter geredet und die Leute standen mit Regenjacke und sah wirklich richtig nach Norddeutschland aus. Ich komme da auch ursprünglich her, deswegen habe ich mich da sofort heimisch gefühlt in diesen Bildern. Gedanklich schon das Kreuz so gemacht. Hat er dich überzeugt mit den Bildern? Naja, ich lege auch noch andere Kriterien an, aber sorry. Aber er hat, also da hat man so gedacht, okay, da kommt jetzt so ein Kämpfergeist auch in diesem Bild, weil der lässt sich davon nichts aus der Ruhe bringen, es hat in Strömen geregnet und er redet weiter. Und das Gleiche hat dann Christian Lindner auch ein paar Kilometer weiter gemacht, der war in der gleichen Region unterwegs, aber der war dann so bei Sonnenschein im Polohemd und da hat man so einen schönen Bildvergleich gehabt, beide wollen ja auch offenbar Finanzminister werden, also ich habe dann da so Kommentare zu gelesen, choose your Finanzminister. Das war schon irgendwie, das war von der Bild-Inszenierung schon irgendwie ganz nett, fand ich. Also war mal ein positiver Moment, was ich so die Bildsprache im Wahlkampf anging. Aber ansonsten habt ihr natürlich recht, also in den USA, das sind viel größere Hallen. Ich war mal auch bei Mike Pence, interessanterweise vor einigen Jahren, in der Nähe von Boston bei so einer Veranstaltung. Und die haben dann, das ist auch ein Riesenunterschied, die haben dann alle so Schilder dabei. Und da steht dann, also bei dem Konservativen eben 2016 war das im Wahlkampf, dann Make America Great Again oder so drauf. Mhm. Aber die haben sehr viel Merchandise und sehr viel sozusagen eigenes Material dabei. Und das macht auch nochmal dann diesen visuellen Eindruck aus. Mhm. Und dann haben die dazu immer noch irgendwelche Sprüche gehabt. Und das ist auch, das wissen wir ja mittlerweile auch, dieses Lock her up zum Beispiel. Furchtbarer Gesang immer bei den Trump-Auftritten gegen Hillary Clinton, sperrt sie ein. Das wurde von den Kampagnenhelfern von Donald Trump auch immer so ein bisschen angestimmt. Also dass die Menge das dann wirklich brüllt. Und das wurde dann ja einfach so ein so ein Meme fast im Wahlkampf, dieser Spruch, aber das wurde eben im Grunde auch inszeniert und künstlich herbeigeführt. Das muss man wissen. Ich erinnere mich auch noch an Plakate, die dann bei Martin Schulz hochgehalten worden sind, aber es wirkt leider nicht so überzeugend. Es wirkt leider eher so ein bisschen albern. Ich würde den Fokus gerne noch ein bisschen verlagern, Johannes, weil du hast gerade was ganz Passendes eigentlich angesprochen. Stichwort Negative Campaigning. Und da sind wir beim Thema Schmutz. Ist ja in den USA super hoch im Kurs. Und eigentlich machst du da ja lieber deinen Gegner nieder, als dass du probierst, mit deinen eigenen Mitteln zu überzeugen. Und mein Eindruck ist im Moment so ein bisschen, da sind wir auch wieder beim Stichwort Twitter, weshalb ich das nicht aushalte, dass es nur noch gegeneinander geht. Und irgendwie nicht auf die gute Art und Weise, sondern nur noch auf dieses Hässliche. Und so nach dem Motto, deine Schuhe sind mir zu grün und deine Nase ist mir zu groß und du bist einfach auch blöd. Und das nervt mich so fürchterlich in diesem Wahlkampf. Dann gab es neulich diese Plakatkampagne gegen die Grünen. Die hast du bei dir auf Twitter ja auch ein bisschen
analysiert und auseinandergenommen, erklärt, wo das Ganze herkommt, dass das eher in die nicht der AfD selbst, aber AfD-nahen Organisationen zuzuordnen ist. Und das, also Negative Campaigning kann ja durchaus ein Mittel sein, um zu zeigen, hier eure Inhalte, die sind irgendwie mies und wir zeigen euch, wie es wirklich geht. Aber mich nervt es fürchterlich, dass es so auf die Personenebene geht. Ja, genau. Also ich finde es eigentlich okay, wenn man das macht und es geht um die Inhalte, weil dann streitet man halt einfach miteinander über Inhalte. Das ist okay, aber ich finde auf der persönlichen Ebene, oh nee, oder? Ja, und das Interessante, finde ich, ist in diesem Wahlkampf auch, also Negative Campaigning heißt ja eigentlich erstmal, dass ein Angriff gegen den politischen Gegner von Parteien gemacht wird. Also dass es ein Mittel der Parteien im Wahlkampf ist. Mhm. Und wir haben das ein bisschen von der SPD gesehen, mit diesem Spot, wo der Laschet-Berater Leminski angegriffen wird, ob seiner religiösen Ansichten. Aber das Negative Campaigning, was wir sehr verbreitet auch sehen in diesem Wahlkampf, kommt gar nicht von Parteien, sondern kommt von dritten Akteuren, zum Teil eben auch anonym beziehungsweise intransparenten Akteuren. Und das ist diese Anti-Grün-Kampagne, die Frederik gerade angesprochen hat, dieses Hashtag grüner Mist. Da wissen wir zwar, dass da offiziell im Impressum eine PR-Agentur aus Hamburg hintersteht, die auch sonst schon mal also in Person des Geschäftsführers die AfD unterstützt hat, aber wir wissen gar nicht, wie das finanziert wird. Und so eine Kampagne mit Großflächen in allen Großstädten Deutschlands, die ist ja wirklich breit plakatiert, die kostet sehr viel Geld. Das sind, würde ich sagen, ist ein siebenstelliger Betrag. Wow. Und da würde ich wirklich gerne wissen, wer dahinter steht, weil das ist dann, man könnte sagen, so eine Form von hybridem Negative Campaigning, also so einer Mischform von offen und verdeckt, wer steckt da eigentlich hinter, ist nicht ganz klar. Und das ist dann, finde ich, tatsächlich etwas besorgniserregend so für den demokratischen Diskurs. Genau, Wenn die Angriffe zumindest auf den Absender klar zurückzuführen sind, dann kann sich eben der Wähler oder die Wählerin auch ein Urteil darüber bilden, ob ich jetzt das dem Absender selbst negativ anlasse oder dem Angegriffenen es negativ anlasse, was der Gegenstand des Angriffs ist. Aber so ist es schwierig, finde ich. Ja, klar. Das stirbt ja auch irgendwie ein bisschen die Diskussion dran. Also selbst wenn die Grünen das jetzt zum Beispiel der AfD vorwerfen würden, können die ja einfach sagen, ja wieso, wir waren es ja nicht. Und deswegen gibt es ja auch keinen Gegenangriff. Ja. So ist es. Ja, klar, das ist natürlich irgendwie dann schwierig. Aber ich meine, wieso wird es denn eigentlich überhaupt so schmutzig? Also wieso sind wir überhaupt schon an dem Punkt, frage ich mich da so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht weil es keine Inhalte gibt. Also, oder aber es gäbe doch genug Inhalte. Weil das Merkel-Erbe zu groß ist. Ja, natürlich, ja, aber das finde ich halt wirklich schräg. Also ich meine, gerade bei den Grünen, ich weiß noch, dass ich so im, weiß nicht, Frühjahr oder Frühsommer gesagt habe, also wenn es jetzt hier nochmal, weiß ich nicht, irgendwas Richtung Klimakatastrophe gibt, dann glaube ich, dann gewinnen die Grünen vielleicht wirklich das Kanzleramt. Und ich meine, jetzt hatten wir Flut, jetzt haben wir irgendwie ganz Südosteuropa brennt. Und irgendwie schaffen es die Grünen trotzdem nicht, ihren Inhalt, dabei ist es so offensichtlich, da irgendwie zu platzieren. Und das finde ich doch irgendwie schon komisch, ja, oder? Aber du hast auch Pandemie, finde ich, und so ein bisschen Pandemiemüdigkeit. Und da ist so leicht mein Eindruck, dass die Leute noch anfälliger geworden sind für platte und populistische Inhalte und Meinungen. Dass du sie mit so einer Schmutzkampagne dann halt mal eher zu dir holen kannst oder zu denen, die du vielleicht unterstützt. Und das überschwemmt, sorry für den Ausdruck, überschwemmt halt alle tatsächlichen Inhalte, die eigentlich viel relevanter und auch für unsere Zukunft wichtiger wären. Ja klar, aber auch über die Pandemie könnte man doch streiten. Also warum? Also deswegen, das finde ich so komisch. Warum geht es so viel um Personen und so wenig um Inhalte, wo wir doch gerade so viele drängende Themen haben? Hast du eine Erklärung, Johannes? Wir haben noch einen Hoffnungsschimmer. Das ist nämlich, sind die TV-Duelle. Beziehungsweise Trielle sind es in diesem Jahr. Und es wurde jetzt noch bekannt gegeben, dass es auch ein drittes Triell gibt, und zwar am 19. September. Aber damit geht es jetzt los. Und die sind tatsächlich, also erstmal, da wird dann tatsächlich auch mehr über Inhalte gesprochen. Und hoffentlich wird auch ein bisschen, ich würde mir sehr wünschen, dass da vielleicht auch fast jede Frage damit eingeleitet wird, wo soll die Rentenpolitik in 10 Jahren stehen oder wo soll die Digitalpolitik in 10 Jahren stehen. Also wirklich mal eine Langzeitperspektive in den Wahlkampf reinkriegen. Bernhard Türksen, der Kommunikationswissenschaftler, hat letztens gefordert, dass Nachhaltigkeit zum Nachrichtenwert werden sollte und auch nicht eben nur auf Klima bezogen, sondern insgesamt, dass
denken in längeren Bahnen. Und das, da wäre vielleicht diese Trielle eine Chance für. Und man muss auch sagen, sie sind durchaus wichtig für die Wahlentscheidung. Wir haben das bei vergangenen Bundestagswahlen auch gesehen, dass gerade die Unentschlossenen, und davon gibt es eben immer mehr, und ich würde auch sagen, wahrscheinlich gab es noch nie so viele unentschlossene Wählerinnen und Wähler wie in diesem Jahr, für die sind diese TV-Debatten tatsächlich eine wichtige Informationsquelle bei der Meinungsbildung. Und da könnte sich dann zumindest noch mal ein bisschen was tun auf Basis dann auch wirklich inhaltlicher Auseinandersetzung. Wir müssen uns anschauen, wie dann da die drei Kandidierenden agieren, ob sie wirklich auf die inhaltliche Auseinandersetzung eingehen. Aber also sagen wir es mal so, die Hoffnung ist noch nicht gestorben. Vielleicht rettet uns dann das gute alte Fernsehen über diesen etwas sozusagen Social Media dominierten Wahlkampf irgendwie heraus. Das wäre ja irgendwie dann eine besonders interessante Pointe in dieser Zeit. Ja, ich sehe uns da auch so, also uns als Medien insgesamt so ein bisschen in der Verantwortung, ehrlich gesagt. Ich meine, wir machen es ja jetzt nicht besser und probieren zumindest zu analysieren, woher dieser komische Wahlkampf kommt. Aber in unseren Zeitungen, auf unseren Portalen steht ja auch noch ein bisschen was anderes. Da stehen ja wirklich Inhalte, die stehen sogar bei uns auf Instagram in der, jetzt schon seit ein paar Tagen bis hin zum Wahlsonntag, wo dann wirklich auch mal analysiert wird, wofür stehen die Parteien denn zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Aber ich muss gestehen, ich werde dieses Jahr auch sehr, sehr lange warten, bis ich mein Kreuz mache. Also ich werde natürlich Briefwahl beantragen, da war schon ein paar Mal drüber diskutiert in der Bubblebox. Werde aber sehr lange warten, weil ich einfach noch keinen Plan habe und erstmal überhaupt auf diese inhaltliche Schiene kommen muss. Ich muss mir erstmal ein Bild machen. Wahl-O-Mat ist da natürlich auch immer super hilfreich und dann eben das, was man noch so rundherum liest. Ja, spannend. Also gehörst du zu den vielen Wechselwählerinnen im Land. Und das hat Johannes ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Es werden immer mehr Wechselwähler. Also diese klassischen Strukturen, die gibt es gar nicht mehr. Und ich würde vorschlagen, wir machen mal eine kurze Pause und schauen dann einfach mal, wie wird sich das denn so in Zukunft entwickeln? Welchen Stellenwert werden auch Wahlkämpfe in Zukunft haben? Und wie kann es vielleicht auch anders und besser gehen? Die Bubblebox heute nicht nur mit Maike und mir, sondern mit Johannes Hilje, Kommunikations- und Politikberater, mit dem wir darüber quatschen. Maike und Johannes, was ist eigentlich Wahlkampf? Wie ist der dieses Jahr? Und, das wollen wir jetzt machen, wie sieht der eigentlich zukünftig aus? Wir haben mal im Netz so ein bisschen gefragt, bei uns auf den Nachrichtenportalen und auf unseren Social-Media-Kanälen, wie unsere User und Userinnen eigentlich den Wahlkampf dieser Tage finden. Und man konnte das ganz gut in drei Kategorien clustern. Die einen sagen albern und kindisch, die anderen sagen langweilig und ohne Inhalte und farblos. Also auch so ein paar Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben. Und wiederum andere sagen dann gruselig, schmutzig und nervend, eine Katastrophe. Keiner sagt toll und spannend. Ja, ich glaube, Wahlkampf hat ein Imageproblem. Ist das so, Johannes? Ist Wahlkampf per se was Blödes, dabei ist Wahlkampf doch eigentlich idealerweise ganz praktisch, weil man sich da eine Meinung bilden kann und vielleicht es im Gesamten sogar schafft, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Ich glaube aber tatsächlich hatte Wahlkampf auch schon vor dem jetzigen Wahlkampf ein Imageproblem. Und das ist, glaube ich, ein Problem grundsätzlich auch von Politik. Also wir wissen ja, dass Politikerinnen und Politiker sowieso nicht jetzt und Parteien auch nicht zu den vertrauenswürdigsten Institutionen gehören in unserem Land. Wenn man sich so Umfragen anguckt, dann sind Parteien immer sehr weit unten und der Berufsstand und Politiker und der Berufsstand, der ganz oben ist, sind meistens so Ärzte und Feuerwehr. Den wird am meisten vertraut im Land. Und deswegen winken ja viele Bürgerinnen und Bürger auch schon ab, wenn es dann heißt, jetzt geht der Wahlkampf los. Weil dann denken sie, okay, jetzt nimmt die Unehrlichkeit noch mal mehr zu und jetzt wird noch mehr geflunkert und noch mehr beschönigt und noch weniger Tacheles geredet. Und das im Grunde soll Wahlkampf ja genau das Gegenteil sein. Ja. Deswegen finde ich, ist das eigentlich ein interessanter Gedanke, was bräuchte eigentlich unsere politische Kultur, damit Wahlkämpfe das sind, so wie sie, ich weiß nicht, ob ihr auch Politikwissenschaft mal studiert habt, aber wie sie dort bezeichnet werden als Hochämter der Demokratie. Ja. Das ist ja auch tatsächlich wirklich ein feierlicher Moment. Ich kenne doch von älteren Generationen, dass die auch ins Wahllokal in Anzug und Schlips gehen. Weil nach der Kirche, selbstverständlich. Ja, das hat nicht nur mit der Kirche zu tun, sondern weil die eben auch noch andere Zeiten miterlebt haben, wo sie noch nicht wählen konnten. Stimmt. Also ich spreche wirklich von Großelterngenerationen. Und daran muss ich öfter denken, wenn wir uns so beklagen über den Wahlkampf. Und das ist wirklich, glaube ich, eine wichtige Debatte. Also wie können wir unsere politische Kultur in so
ein Stück weit auch verändern, dass diese Wahlkämpfe wieder wirklich zu einer interessanten und auch mehr inhaltlichen Auseinandersetzung werden. Und ich sag jetzt mal eine Sache, die, also wir haben ja schon über einige Punkte auch auf der Seite der Medien gesprochen. Ja. Also da auch so ein starker Personenfetisch, auch ein Fokus auf die Nebensächlichkeiten. Viele Redaktionen haben sich dann aber auch noch nicht die Mühe gemacht, so wie sie das zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung mal gemacht hat, zum Thema Steuerpolitik, wirklich so mit Grafiken zu visualisieren, was denn für unterschiedliche Einkommensgruppen das Ergebnis wäre, wenn die Steuerpolitik der einen oder anderen Partei umgesetzt werden würde. Das fand ich eine sehr, sehr gute Informationsleistung in diesem Wahlkampf von eines Mediums, aber da haben wir sehr wenig von gesehen. Das sozusagen erstmal kurz beiseite lassen, was können die Parteien eigentlich besser machen? Und ich vermisse eine Sache so ein bisschen in diesem Wahlkampf, was es aber sonst immer schon gab. Es gab immerhin so diese Idee, dass man so Leuchtturmprojekte formuliert. Es ist ja nicht wirklich zumutbar, dass jetzt das ganze Wahlprogramm irgendwie diskutiert und erklärt werden kann in einem Wahlkampf. Da stehen ja auch viele Sachen drin, die jetzt nicht die höchste Relevanz haben, auf so 140 Seiten sind das ja zum Teil. Aber dass man zumindest mal so etwas wie die 5 zentralen Projekte, die man irgendwie, sagen wir mal, sofort angehen will, wenn man in der Regierung ist. Die Grünen haben das mit so einem Klima-Sofort-Programm gemacht. Okay, nachvollziehbar, aber es gibt ja auch noch andere Politikfelder, wo man solche Leuchtturmprojekte formulieren könnte. Von SPD und CDU habe ich so etwas noch gar nicht gehört, von FDP auch nicht, von Linken auch nicht. Laschet hat nun gestern gerade gesagt, er werde noch ein 100-Tage-Programm vorstellen. Und wir sind jetzt aber schon an einem Zeitpunkt, wo die Briefwahl schon angefangen hat. Ja. Und das ist meines Erachtens auch der Zeitpunkt, wo alle Kernbotschaften schon gesetzt sein müssen und eigentlich ab jetzt nur noch wiederholt werden müssen, um sie wirklich sozusagen damit durchzudringen in der Öffentlichkeit. Und er will jetzt noch irgendwann in nächster Zeit ein 100-Tage-Programm vorstellen. Also da frage ich mich, hat man überhaupt so etwas wie eine in der Kampagnenplanung das vorgesehen, dass man die 5 Leuchtturmprojekte kommuniziert im Wahlkampf? Oder ist man da wirklich sozusagen auf so einem, in so einer Denkweise, wir können den Wählern ja nicht zumuten, weil es wird ja eigentlich schon relativ viel Veränderung benötigen, damit wir irgendwie das Schiff hier irgendwie auf Kurs halten. Und ich fände, das zumindest wäre ein Dienst an der Öffentlichkeit, wenn man mal wieder dazu käme, so etwas wie Leuchtturmprojekte zu machen. Ja. Das gab es mal, Wahlkämpfen. Ja, also ich sehe uns als Medien da auch wiederum in der Pflicht, das Ganze ein bisschen mehr zu versachlichen. Ich finde deinen Ansatz, Johannes, ziemlich spannend. Also einerseits habe ich mich gefragt, ob es gefährlich ist, so 140 Seiten zu verknappen. Also das ist ja auch immer so ein gern gebrachter Vorwurf, dass man alles nur verknappt und mal eben so husch husch und schnell schnell und irgendwie alles so zu sehr zuspitzt und runterbricht. Also da sehe ich durchaus Gefahren drin, dass man es sich manchmal zu einfach macht. Ich glaube aber, dass das unserem Zeitgeist entspricht und dass wir mittlerweile so durch unsere gesunkene Aufmerksamkeitsspanne darauf fokussiert sind, Informationen und für uns relevante Informationen in sehr kleinen, kompakten Paketen zu bekommen. Und deshalb fände ich es eigentlich sehr hilfreich, auch für die breite Masse der Bevölkerung zu sagen, hier 1, 2, 3, 4, 5, das sind unsere Punkte, so stehen wir dazu, guck mal, ob du damit zurechtkommst und wähl uns doch bitte, wenn es so ist. Also finde ich schon einen spannenden Ansatz und könnte mir vorstellen, dass es funktioniert und das Ganze vielleicht wirklich mehr auf die inhaltliche Ebene bringt. Wäre gut, weil ich kann ehrlich gesagt, obwohl ich mich jetzt so viel mit Bundestagswahlen beschäftige, nicht direkt formulieren, was jetzt die 5 wichtigsten Punkte jeder Partei sind. Also es ist schon interessant, dass man das so nicht kann. Also ich glaube auch, die Parteien sollten sich wieder bewusst werden, dass sie einen Parteienwahlkampf machen und eben keinen Personenwahlkampf. Ja, und dann kannst du auch dieses Thema Schmutz in Anführungszeichen wieder ganz anders aufgreifen, weil du dann mit deinen eigenen Mitteln wiederum auch die Inhalte der anderen zerpflücken kannst und sagen kannst, deshalb sind wir besser und wähle uns. Ja, das ist ja irgendwie guter Schmutz, oder? Also ich glaube auch, also auch im Angriffswahlkampf liegt ja auch ein Informationswert zumindest, wenn der Angriff inhaltlich ist, weil dann wird inhaltlicher Kontrast deutlich. Sehen wir gerade so ein bisschen beim Thema Kohleausstieg, da hat Scholz nochmal gesagt, er hält am Kohleausstiegsdatum 2038 fest. Die Grünen haben reagiert und gesagt, viel zu spät, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen 2030.
Und da war auch ein fünftiger Angriff drin bei den Grünen. Und das, würde ich sagen, ist eine Form von gutem Angriffswahlkampf, weil da wird inhaltliche Unterschiedlichkeit deutlich. Davon gerne mehr. Und was machen wir mit den Bildern in Zukunft? Also habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, müssen wir nicht echt so ein bisschen in diesen US-Stil kommen? Klar, wir wählen keinen Präsidenten, sondern wir wählen Parteien. Aber wäre das nicht auch dem Zeitgeist entsprechend zu sagen, wir machen die Hallen wieder voll und wir machen richtige, also nicht wir, sondern die Parteien machen so richtige Shows und richtig Entertainment, um ihr Programm und ihre Person zu präsentieren? Unterhaltung statt Inhalt oder Unterhaltung und Inhalt? Ich habe jetzt noch kein Showkonzept ausformuliert, wie ihr merkt. Mhm. Aber ich habe mir schon überlegt, also gerade wo wir am Anfang ja darüber gesprochen haben, wie dein Wahlkampf aussieht, mich hat es eh schon gewundert, dass du nicht gesagt hast, wie ein Schützenfest. Also, ja. Ja, Schützenfest geht sowieso immer, das weißt du ja. Klar, also so Wahlkampfauftritte gehen ja schon in die Richtung von Volksfesten, aber ich denke eher noch so ein bisschen in diese Samstagabend-Unterhaltungsrichtung. Also so Armin Laschet wettet, er schafft diese vier Punkte aus dem Pariser Klimaabkommen fehlerfrei aufzusagen oder irgendwie so. Also das ist jetzt natürlich quatschig formuliert, aber ja, natürlich, aber wirklich ein bisschen mehr Infotainment. Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich die Angst der Parteien. Ich glaube, die ist auch gar nicht so unberechtigt, dass es einfach peinlich werden könnte. Du brauchst auch viele richtige Köpfe, ja. Politiker sind eben auch keine Showmaster. Das sehen wir ja auch sehr oft. Ich finde, das hat man auch jetzt sehr gut gesehen, wo auf einmal diese hybriden Parteitage stattgefunden haben oder rein digitalen Parteitage, wo dann so jemand wie Paul Ziemiak auf einmal in die Rolle eines Showmasters schlüpfte und dann so den ganzen Parteitag vor der Kamera moderierte. Und ich muss sagen, Ziemiak hat das gar nicht so schlecht gemacht, aber trotzdem ist es nicht seine Kernkompetenz und manches wirkte dann doch etwas künstlich. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das kann ja dann auch Menschen noch mehr abstoßen, wenn dann so ein Unterhaltungselement auch voll in die Hose geht. Aber vielleicht ist es eher eine Frage des Rahmenprogramms dann. Ja. Also was bietet man noch neben eben den politischen Reden? Und das sehen wir zum Teil bei den Wahlkampftouren jetzt aber auch, dass dann auch noch eine Band spielt. Oder es irgendwelche anderen Elemente gibt, die so ein bisschen auflockern. Ja, also ich glaube, solche Events müssen attraktiv sein, das stimmt. Also sie müssen schon, also sie müssen überhaupt erstmal Eventcharakter haben. Und Eventcharakter heißt ja für viele Leute auch, dass ich hier auch ein Stück weit unterhalten werde. Klingt nach einer Kompromisslösung, ja, finde ich auch, es klingt gut. Also ich meine, gerade Event ist ja eh so das Stichwort unserer Gesellschaft, würde ich mal sagen. So ist es. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen noch so passiert und wie es am Ende ausgeht. Ich habe keine Ahnung, weder wo ich mein Kreuz setze, das, ganz langsam. Das finde ich auf jeden Fall ja schon mal ein Pluspunkt gegenüber vergangenen Wahlkämpfen, oder? Also da war es irgendwie schon so klar, so ja, okay, gut, Merkel macht's wieder. Ja. Aber diesmal ist es offen und das finde ich schon auch einfach cool. Ja, ist Entertainment. Ist auf eine Art auch spannend, ja. Johannes, Entertainment. Ja, absolut. Um das Buzzword nochmal unterzubringen. Wir wären am Ende, Johannes, und wollen uns bei dir bedanken mit einer Kleinigkeit, die wir dir zukommen lassen wollen in den nächsten Tagen. Ja, wunderbar. Genau, in einer schönen Bubblebox. In einer Bubblebox wird sie bei dir landen. Und du hast ja durchaus Bezug nach Mainz. Wie stand es bei dir so um Fasnacht? Also ich bin ja, wie gesagt, sozusagen ursprünglicher Halbostfriese, also aus der Region Bremen-Oldenburg, wo man erstmal das Wort Karneval im Wörterbuch nachschlagen muss und wo man auch dann eben, wenn man in Mainz sich bewegt, Karneval statt Fasching oder Fasnacht sagt, also sich sofort ins Näpfchen reinsetzt. Aber jetzt kommt das große Aber. Als ich studiert habe in Mainz, habe ich dann zumindest mal so bei den studentischen Faschingsfeiern mitgemacht und die waren sehr, sehr, sehr gut. Das waren gute Partys, natürlich in Verkleidung, in Kostüm und da habe ich sehr viel Spaß gehabt mit dieser sozusagen dieser ganzen Vereinskultur, die es dann noch gibt mit den Umzügen und so weiter. Damit fremd will ich noch so ein bisschen. Ich weiß, ich habe dann damals, weil ich habe in meiner Studentenzeit auch beim ZDF als Redaktionsbüro gearbeitet, ich habe dann den Kollegen da einen großen Dienst erwiesen, als ich Geschichten übernommen habe, während dann die Umzüge da am Rosenmontag durch die Stadt liefen. Aber also damit fremdlich bis heute ein bisschen, aber die Partys haben mir große Freude bereitet. Deswegen habe ich wahrscheinlich ein positiveres Verhältnis mittlerweile zu Fasching und Karneval als die meisten anderen Norddeutschen.
Das ist schon mal gut. Und die Mainzer Fastnacht ist ja auch recht politisch. Mhm. Und da hast du ja auch den einen oder anderen Anknüpfungspunkt. Ja. Du hast ja jetzt noch ein bisschen was zu tun, bis es dann soweit ist mit dem Wahlsonntag. Und wirst mit Sicherheit noch das eine oder andere Interview geben müssen, noch den einen oder anderen Kommentar verfassen müssen. Und wenn dir mal wirklich nichts mehr einfällt, dann bekommst du von uns ein bisschen Unterstützung in Form einer Fastnachtsmaschine. Die macht sowas hier zum Beispiel. Also die bietet, lass mich kurz rechnen, 4x4, 16 Knöpfe, die du frei nach Belieben einsetzen kannst. Alles Kokolores! Bietet sich sicherlich auch bei dem einen oder der anderen an. Die lassen wir dir zukommen und du kannst sie hoffentlich benutzen. Genau, ich habe schon einen ersten Einsatztermin im Kopf, nämlich die TV-Trielle. Da werde ich es einsetzen. Ah, großartig. Genau, perfekt. Großartig. Mhm. Dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit, Johannes, und für deine Worte und deine Einschätzung. Viel Spaß mit der Fastnachtsmaschine und wir freuen uns sehr, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wir haben natürlich noch eine wichtige Botschaft. Geht wählen, das ist am allerwichtigsten. Ja, klar. Und hört beim nächsten Mal wieder in die Bubblebox rein. Schreibt uns gerne an audio@vrm.de, kommentiert fleißig und folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Maike Hickmann und Frederik Voss diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey, Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente für den nächsten Stammtischbesuch. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Angebot der VRM.